Grenzanlagen am Platz vor dem Brandenburger Tor. Hier hat heute früh eine aufgeputschte, randalierende Gruppe versucht, einen Durchbruch zu organisieren. Diese Betonplatte wurde von westlicher Seite aus mit Rammböcken, Brechstangen und Vorschlaghämmern herauszubrechen versucht. Losungen der Republikaner waren zu hören und bei der Gewaltaktion wurden auch Angehörige unserer grenzsichernden Truppen in Gefahr gebracht. Die Scherben der vielen Flaschen, die als Wurfgeschosse benutzt worden waren, sind nur ein Beweis dafür. Die Westberliner Polizei, zum Beruhigen der Situation aufgefordert, ließ lange, gefährlich lange, auf sich warten. Erst nach ausgiebigem Zögern bildete sie schließlich diesen Kordon. Grenzen und Grenzanlagen, verehrte Zuschauer, sind überall in der Welt sehr sensible Berührungs- und Verbindungsstellen. Und die Aktion, die hier gestartet wurde, widerspricht eklatant dem, was gut für beide Seiten und günstig für die weitere Entwicklung der Gesamtsituation wäre. Es ist sicher zu wünschen, dass auch westlich des Brandenburger Tores das ernst genommen wird, was Genscher, Kohl und Momper gestern Abend gesagt haben, nämlich, dass auch von dort mit Besonnenheit und Augenmaß reagiert wird. Bei der Beantwortung dieser Fragen sind Feinde des Sozialismus inkompetent und denkbar ungeeignet als Ratgeber. DDR ohne Sozialismus, das könnte einigen Leuten so passen. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Sendung heute wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein, nämlich die letzte. Einige mögen jubeln, wenn ich diese Fernseharbeit nun auf andere Weise fortsetze. Nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte.